You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. And deal! Wait! Those wings. I want them too. Cloud. Shinra Villa, unterirdisches Labor. So, und da sind wir wieder back und haben einiges bekommen. Ich gehe mal in die Mails eigentlich, dachte ich. Aber hier ist gar nichts. Es geht eher um nützliche Tipps zur Materia Fusion 6 und Fusion 7. Höllenfeuer. Energie. Zustandsschutz. Ja, anscheinend ist es noch nicht zu Ende. Analyse des Scheiterns der Behandlung. Fehlschlag Nummer 1. Rang 1 Soldat. Synopse. Gewünschter Effekt nicht eingetreten. Starke Resistenz gegen Genova-Zellen liegt vermutlich in der medizinischen Behandlung beim Beitritt zu Soldat begründet. Fehlschlag Nummer 2. Shinra-Infanterist. Synopse. Geringe Resistenz gegen Genova-Zellen. Führte zu einer Vergiftung des Körpers. Kaum Reaktion auf äußere Reize. Vermutlich starke Schädigung von Geist und Physis. Heilung unwahrscheinlich. Ja, dem geht's richtig scheiße. Mit dem wurde jetzt ordentlich irgendwelche Tests gemacht. Das wird Cloud noch später merken. Jetzt habe ich einen Schrankschlüssel bekommen. Wo ist dieser Schrank denn? Okay, let's go. Nein, ich will an den Schrank. Hey! Oder war das jetzt für die Tür? Weiß ich nicht. Kann ich nochmal wieder zurück? Wait right here. Let me go and take a look around. Okay, da bin ich wieder. Ich will da rein. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das jetzt die Türschlüssel oder... Nee, das hier oder? Hier. Ja? Nee, das krieg ich einfach so, oder? 10.000 Gil. Mein lieber Schwan. Forschertagebuch Nummer 1. Ich mag Tagebücher in Videospielen, Leute, die sind immer so geheimnisvoll und mysteriös. In einen abgelegeneren Landstrich hätte man mich schwerlich versetzen können. Anfangs war ich voller Freude über die Teilnahme an Professor Hojos streng geheimem Experiment. Doch jetzt wurde mir gesagt, dass die Behandlung bereits beendet sei. Und nicht einmal der genaue Hergang wird mir verraten. Ich frage mich, was ich dann hier soll. Mein einziger Trost ist, dass ich als Professor Hojos Assistenz gute Chancen auf eine Beförderung habe. Okay, gibt leider nicht noch mehr. Nur das eine. Spannend, spannend. Und auch alles echt creepy hier.
dieser ganze Versuchsscheiß hat wirklich was Unheilvolles. Aber irgendwie habe ich den sagenumwogenen Schrankschlüssel noch nicht... Also wenn das der Schrank war, weiß ich auch nicht. Aber dann gehe ich jetzt wieder, weil hier ist ja nichts. Okay. Okay. Bestimmt dürfen wir jetzt kämpfen. Und hier wieder die Särge, die komischen. It won't open. Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Ich weiß jetzt nicht, was er sich hier umsehen will. Aber es regt mich richtig auf, dass ich nicht mehr weiß, wie ich Analyse benutze. Ich glaube aber, dass ich das Problem schon mal hatte. Und ich das dann nicht als Materie irgendwie benutzen konnte, sondern so ausgewählt habe. Aber wie? Wie denn? Gehe ich jetzt einfach ohne ihn weg? Oder was? Ah. Good. Now it's safe. Ach so. Armer Cloud. You stay here. I'll go take a look inside. Und Sephiroth wird jetzt richtig aufdrehen, glaube ich, gegen Cloudy. Ich will nicht, dass ihm wieder was passiert. No. Dann ändere ich jetzt meine Ausrüstung wieder, weil ist ja jetzt eigentlich gar nichts los. Oder lasse ich das jetzt so? Ich gehe mal auf Vitra weiterhin. So. Aber gut. Nehmen wir, gehen wir mal in den Posteingang. Waldläufersichtungen. Vermehrt erreichen uns Berichte von Augenzeugen, die Angel gesichtet haben wollen. Eine besonders glaubwürdige Meldung wollen wir euch nicht vorenthalten, liebe ehemalige Mitglieder. In der Kirche in den Slums wurde eine große Gestalt gesichtet, bei der es sich um unser Idol handeln könnte. Er soll sich in Gesellschaft einer Frau in einem weißen Kleid befunden haben. Vielleicht hilft ihm diese Frau, sich zu verstecken. Wir wünschten, er würde uns ein Lebenszeichen senden. Oh oh, Aerith. Liebe Genesis-Freunde, unsere jährliche Genesis-Gedenkveranstaltung steht bevor. Doch da sich in letzter Zeit Berichte über Sichtungen mehren, sollten wir vielleicht eher von einer Feier sprechen, auf der wir uns versammeln und für die vollständige Rückkehr unseres Idols beten. Auch in puncto Fanartikel lohnt sich der Besuch dieses Jahr wieder. Vorbereitet ist eine Sonderausgabe von Loveless in einem edlen Ledereinband. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Abnehmer für unsere Loveless-Sonderedition. Ach, wenn ihr wüsstet, wen ihr da eigentlich verehrt, Leute. Das ist doch alles nicht so, wie ihr denkt. Activating combat mode. Wo kommen die denn auf einmal her? Conflict resolved. Sehr merkwürdig. Und jetzt ist hier auch eine Kiste. Die war hier vorher auch nicht. Shinra-Protektoren. Mhm. So, Mails. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen. Sephiroth, Rang 1 Soldat. Zack Fair, Rang 1 Soldat. Zwei Infanteristen. Ey, die denken, wir sind tot. What? Aber er ist doch nicht tot. Okay. Looks like it's all clear. Die denken, wir sind tot und das stimmt gar nicht. Nein. Und bestimmt ist Aerith deswegen total traurig und so. I'll be right back. Don't worry. Activating combat mode. Bring it on! Conflict resolved. Right.
That should do it. What's going on? The whole town was in flames. After them! It's the professor's samples! You really think you can catch me? Think again. Boah, wie scheiße, warum? Nein! Nein, nein, nein! Oh no! No way! I'm never going back! Shinra-Truppen haben Cloud in ihrer Gewalt und wollen ihn entführen. Schlage den Ansturm der Shinra-Truppen zurück und befreie Cloud aus ihren Fängen. Wenn die angezeigte Entfernung zum Stadteingang bei Null liegt, ist die Mission gescheitert. Dauern Kämpfe zu lang an, werden die Truppen Cloud entführen. Kämpfe also effizient, erreiche ihn, ehe es zu spät ist. Activating Combat Mode. Ciao. Later. See ya. Later. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Got it! Vader! Lass ihn in Ruhe. Er ist mein Cloud. Mein blonder Cloud. Oh, not feeling good. This is bad. I'd better fall back. It's daytime, and we're still a little weak. Should we rest till dark? Cloud. Is this... Mako poisoning? Hey, Aunt Jill. Can I not save anyone? Right. I'm gonna go find you a change of clothes. Those Mako-soaked clothes. Will definitely not help you get back on your feet.
You wait here, okay? I'll be right back. Activating combat mode. Oh, yeah! Activating combat mode. Endlich haben die Schränke einen Sinn, weil hier werden wir sicherlich jetzt die Klamotten finden. Genau. Okay, das haben wir schon gemacht. Alles gut. Was will ich nochmal machen? Was ist hier? Forschertagebuch Nummer 3 ist hier. Okay, gut zu wissen. Sie sind inzwischen dabei, das Dorf wieder aufzubauen. Zu meiner Verwunderung hat diese Aufgabe aber nicht die Abteilung für Stadtplanung übernommen, sondern sie wurde den Turks überantwortet. Ich frage mich, warum. Einer der Turks, ein Mann mit Pferdeschwanz, kommt ständig, um Professor Hojo zu sprechen. Ich lasse ihn dann immer abblitzen und er verrät mir auch nicht, um was es ihm geht. Ich wünschte, er würde uns endlich in Ruhe lassen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ich glaube, das spricht irgendjemand, dem das Dorf wichtig ist. Das könnte jeder sein. Und was ist, wenn Aeris die ganze Zeit denkt, er ist tot? Wer weiß, ob... Ich weiß ja nicht, ist da jetzt viel Zeit vergangen eigentlich? Forschertagebuch Nummer 4. Wir haben die ersten Versuchsobjekte in das Dorf entlassen. Sie bewegen sich frei im Dorf, machen aber keine Anstalten, dieses zu verlassen. Zwei von ihnen sind zudem noch immer in ihren Kapseln. Und wieder einmal lässt man mich im Dunkeln. Ob die Behandlung etwa fehlgeschlagen ist, das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Professor Hojo ist unfehlbar. Wer schreibt denn das? Ist ja jetzt nicht Sephiroth, oder? Kann man hier noch was Neues entdecken? Okay. So. Forschertagebuch Nummer 5. Die Nachricht hat mich wie ein Schlag getroffen. Professor Hojo wird schon morgen ins Hauptquartier zurückkehren. Mich hat man stattdessen zum Leiter des Projektes erhoben. Ich frage mich nur, was ich leiten soll. Ich habe keinen einzigen Mitarbeiter. Auch ein Ende des Projektes hat man mir nicht in Aussicht gestellt. Die können mich doch nicht ewig hier versauern lassen. Okay, es ist der Leiter. Der neue Leiter. So, hier sind die Schränke. Das habe ich gesagt. Hey, this will be useful. Yeah, I can put this on him. Soldatuniform. Sehr schön. Noch was? 5000 Geld. Ja, das nehmen wir doch auch mal direkt mit. Finde ich gut. Okay, doki. So, dann gehen wir wieder zurück auf die andere Seite. Hey, I found something good. Change into this. This may smell bad, but desperate times. Looks pretty good on you. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. You want to come with me? Still.
sterben! Ich will sterben! Ja, ey, Cloud da am Sterben. Hey, die Klamotten stehen dir echt gut dabei. Scheiße, ey. Cloud ist total im Arsch. This won't be easy. Activating combat mode. So, Conflict resolved. Analyse ist jetzt auf Meister und ich weiß immer noch nicht, wie ich es mache. Scheiße. Activating combat mode. Dunkelblitzer, ne? Das fetzt das Zeug. Activating combat mode. Conflict resolved. Haben wir es dann? Okay, we're leaving town. Come on now. Der Arme. It never ends. Das ist traurig. Ja, ihn die ganze Zeit hilft irgendwie. Und keiner, der ihm hilft. Also, Zack. I'll go take a look. Schalte die Patrouillen aus und sichere das Gebiet. Ja. Und nee, nicht die Dinger. Die sind scheiße. Oha, was jetzt? Neue Waffe? Schalte die Flakbot-Späheinheiten mit einem Scharfschützengewehr aus. Auf dem Weg von dir sind mehrere Scharfschützengewehre versteckt. Wenn du sie einsammelst, kannst du die Flakbots ausschalten und einen Fluchtweg sichern. Flakbot-Körperteile. Flakbots haben unterschiedliche Körperteile. Ziele auf ihre Schwachstellen, um ihnen effektiv Schaden zuzufügen. Waffenbatterie, großen Schaden. Torso mittlerer Schaden, Beine geringer Schaden. Mhm. Ja, ich treffe sowieso nicht. It's not really soldier-esque, but oh well. Versuchen es einfach mal. Use it, though? Okay, wie mache ich das denn? Ah, okay, so kann ich zumindest schon mal ein bisschen zielen. Ja, okay. Aber wie einfach drauf los? Jawohl. Ready. War doch ganz gut, okay. Nächster Flakbot. Ende. Ah, Shinra Quality. Auto Assist System, huh? Nice. Nice, genau. Oh nein, den hätte ich noch machen müssen, oder? Mach ihn jetzt. Achso, da liegt wieder so ein Ding. Entkommt mir nicht. Okay, da hinten rollt wieder so ein... Activating combat mode. Nummer 5. Yeah.
wackelt ganz schön. So einfach. Es wackelt sehr. Also nicht, weil ich wackel, sondern Activating Combat die Führung. Conflict resolved. So ein richtiges Shooter-Spiel jetzt hier geworden. Ja, dann los. Kann man das Gewehr verbessern? Gewehr mit Pluspunkten verbessern und ein Explosivgeschoss kaufen. So, ich habe ja jetzt ein paar Punkte. Machen wir mal die Zielgenauigkeit ein bisschen besser. Hab noch 8 Punkte. Ja, wunderbar. Gut. So machen wir es. Jawollo. Jawohl. Mal weg mit dem Ding. Ja, da bist du richtig hysterisch geworden, was? Na, wo ist er hin? Oh nein, er ist entkommen. Mist, einer ist entkommen. Da ist noch einer. Den hab ich. Schade, dass mir einer entwischt ist. Aber ich glaube, noch einen sehe ich dann hier nicht mehr. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Later. Oh yeah. So, ich habe jetzt 6 Punkte. Dann machen wir doch mal ein Explosivgeschoss. Finde ich gut. Bin jetzt mal gespannt. Oh Gott. Und jetzt L2. Volle Kanne drauf. Aber auf welchen? Auf den oder den? Nehmen wir mal den hier. Alter. Oh. Da finde ich gut. Hm. Ich glaube, das war's. Ist irgendwie witzig. Ungewohnt. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Ja, warte, ich verbessere das Gewehr nochmal. Irgendwie gilt ja nicht eine Verbesserung für alle, glaube ich. Wir haben 5 Punkte, aber ja. Dann mache ich mal die Durchschlagskraft nochmal. Und das geht ja nicht, ne? Ja. Gut, dann hat sich das schon erledigt. So, und jetzt rauf da. Nicht abhauen. Nein. Das Ziel ist kacken. Das Ding ist kacken. Ich ziehe lieber auf die Leder gerade als gar nicht. Wackel nicht so! Okay, den hab ich. Und hier ist der andere. Ich
immerhin geschafft. Activating combat mode. Conflict resolved. Da rollt er wieder Nummer 5 lebt. Kennt ihr den Film noch? Nummer 5 lebt. Das sieht genauso aus, das Ding. So, 6 Punkte, dann immer rauf mit Explosiv. Oh Gott, werde ich schon angegriffen? Der sieht mich ja schon irgendwie, oder? Oh Gott, nein! Wackelt so ätzend. Nein. Shit, der ist entkommen. Alle entkommen. So ein Dreck. Das ärgert mich. Weiß ich aber auch nicht, was ich da jetzt hätte tun können. Irgendwie, schon bevor ich geschossen habe, waren die irgendwie dabei, mich anzuschießen, gefühlt. Achso, da laufe ich wieder zurück. Sind jetzt aber einige. Das darf jetzt eigentlich nicht in die Hose gehen. Ich habe ja gar keine. Stimmt. Sind ja keine Punkte. Das sind ja meine entkommenen Dinger. Oh Mann. Aber wenn die alle Bescheid wissen, dann kann ich die Fässer nicht auch andingsen. Jawohl, das geht auch. Das finde ich gut. Ist nicht leicht. Entkommen. Der andere wahrscheinlich auch schon längst, ne? Oh Mann, oh. Das ist so fies, dass der andere dann auch weggeht. Man kann sich ja nur erstmal auf einen konzentrieren, nicht auf alle. Ich pack mal Folger rein. Folger haben wir auch nicht gut gelevelt bisher. Ja, war nicht gut. 6 entkommen. 6 entkommen, das ist echt scheiße gelaufen jetzt am Ende. Activating combat mode. Aber der Anfang lief eigentlich ganz gut. Deswegen ärgere ich mich ein bisschen. Ja, ist halt so. So, der soll den jetzt mal wieder rüberschleppen. Seine neue Freizeitbeschäftigung Cloud durch die Gegend zu schleppen. Where do I go from here? Can't do much when I've got Cloud to worry about. And Jill. What should I do? Hey, Cisne. Been a while. Zack. The fugitive sample. Is it you? It would appear so. What did they do to you in that place? Well, this and that. So, Cisne, you're here to take us back, right? Please, just walk away. I thought we could outrun the army. But the Turks are a different story.
Zack. I'm sorry. This is my job. If you want to escape, you have to... Step back. Next time, I'll really have to... The Turks are here too. It's too dangerous to move now. We'll rest here until morning. Then we'll leave at dawn. Nah, we'll be all right. Sisne. Wait. He's the other sample they collected at Nibelheim. Why did you come here? I told you to go away! He doesn't look well, Zack. Is he all right? Mako poisoning. Severe case. The experiments, isn't it? Yeah. Hey! Sung? I've lost the target. That's how it is. So get away safely. Sisne. Thank you. Here's a present. If you think you can trust me, then use it. Shinra makes good stuff. When the War of the Beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. That's my hair! Der Faseltyp wieder. You were a test subject in Hojo's new experiment. A modified version of Genova's power runs through you. What? Seriously? No way. He just ate my hair. Your cells will be my gift of the goddess. The degradation will cease. You are twisted. The monster has been harvested. Die sind alle ein bisschen verrückt, oder? Discarded. You're the monster. Legend shall speak of sacrifice.
at world's end. The wind sails over the water's surface. Quietly. But surely. Labarababa. Der mutiert zu irgendwas Komischem. Was ist das? Na, fuck. Zack. Sisne? What are you doing here? Dunno. I was just told to take leave at Del Sol. And you? Good timing. My supervisor gave me leave as well. So I figured I should take in a little sun. My leave wasn't an order from the director. Leave is leave. Forget about work. Spread your wings a little. Well, see ya. Wings and feathers. I've had enough. Good timing, huh? Better run for it! You can do it, Zack. Yeah, I'm on fire now! Alter, es ist so schnell, das Vieh. Okay, ich überspringe das mal. Warm-up's over. Prove your honor to me. I got it. Ja, ciao. Conflict resolved. Ciao, Kakao. Komisches Wespending. Und klaut mal wieder. Angeal. What do I do? Tell me. This is my hometown! This is Gungaga! Na, das ist doch mal was. Vielleicht finden sie uns hier ja nicht. No, I can't go to my house. They're probably waiting for us there. Wait here. Okay? Gungaga. I'm a little worried about my parents. I wonder how mom's doing. It's risky. But should I go back? Sollen wir das riskieren? Begib dich nach Gungaga. Vielleicht können wir hier auch irgendwo mal speichern. Claudi, kommst du klar? There's a chest here, but it's blocked by rubble. I think that huge sword of yours can maybe clear all that rubble away. Machen wir. Weg mit dem Schutt.
6000 Gil. Ja gut. Warum sollte ich das denn nicht machen? Ach so, deswegen. Naja. Auch nicht schlimm. Weg mit dem Griffon. Das war, oh, da ist ja auch noch eine. Die machen wir auch noch mal. Alles weg damit, wegsäbeln. Es explodiert bestimmt. Sag ich doch. Ja, naja. Und eine Hypnokrone. Okay. Ich muss mir die Gegenstände noch mal in Ruhe angucken, was wir jetzt eigentlich alles haben. Mehl, 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 Mehl. Okay, eine Menge Mehl. Kunsel, das kann nur gelogen sein. Hey Zack, die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat dein Ableben bekannt gegeben, aber die Firma verbreitet ja in letzter Zeit nichts als Lügen. Also wo steckst du? Dass du als Gefallener behandelt wirst, heißt vermutlich, du hast irgendwas angestellt, das Shinra gegen den Strich geht. Melde dich, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Also ich warte auf Antwort von dir. Ja, aber es ist nett von ihm. Zack, wo steckst du bloß? Bitte melde dich. Wenn du das hier liest, dass du auf dieser Mission mit Sephiroth verschollen bist, vermute ich, dass deine Lage mit seinem Ableben zusammenhängt. Die Jungs erzählen sich Gerüchte von den Geschehnissen in Nibelheim. Bist du etwa immer noch dort? Luxia. Zack, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Wo magst du wohl im Moment stecken? Wenn du mir deinen Aufenthaltsort verrätst, dann komme ich dich abholen. Und wir tricksen alle aus. Wenn du von mir gefangen genommen würdest, wäre meine Beförderung gesichert. Und in meiner neuen, machtvollen Position könnte ich sie vielleicht davon überzeugen, dich am Leben zu lassen. Verrat mir bitte, wo du steckst. Es geht Gerüchten um, dass aus Nibelheim zwei Versuchspersonen geflüchtet sein sollen. Bist du etwa eine von ihnen, Zack? Dann sei auf jeden Fall vorsichtig. Ein großer Teil der Shinra-Armee ist mit der Jagd beauftragt worden. Ich frage mich, was du bloß angestellt hast. Ist mir gleich, ob du mit Shinra auf Kriegsfuß stehst. Ich erwarte deine Rückkehr. Also sieh gefälligst zu, dass du überlebst, hörst du? Waldläufer. Die Meldungen über NG-Sichtungen in allen Teilen des Kontinents reißen nicht ab. Doch die Sichtung in der Nähe der Kirche entpuppte sich als eine Ente. Hier war es ein großes, geflügeltes Wesen, dessen Gesichtszüge Angel ähnelten, das unsere Augenzeugen täuschte. Die Frau in der Kirche erzählte, dass dieses Wesen sich bei ihr niedergelassen habe und sie beschütze. Doch wir erhielten in der Zwischenzeit eine weitere zuverlässige Sichtungsmeldung. Diesmal heißt es, Angel sei von wilden Hunden beinahe zerfleischt worden. Ist er etwa schon so geschwächt? Doch vielleicht war es auch jemand anders. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und Rotleder, wir sind wieder da. Liebe Genesis-Freunde, die Zeit des jährlichen Genesis-Auferstehungsfests naht mit großen Schritten. Berichten von Sichtungen gibt es mehr denn je, sodass unsere Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Genesis nicht schwindet. Lasst uns in dieser Hoffnung zusammenkommen und gemeinsam unseren Glauben an seine Wiederkehr bekräftigen. Unser spezielles Souvenir dieses Jahr ist eine originalgetreue Replik von Genesis' Ledermantel. Wir freuen uns darauf, euch in diesem eleganten Kleidungsstück bei uns begrüßen zu dürfen. Oh, toll. Ja, okay. Also, wir haben hier eine Menge Zeug jetzt freigeschaltet. Hoffentlich ein bisschen mehr als vorher. Da ist auch wieder was Neues hinzugekommen. Nein, das möchte ich jetzt nicht machen, aber ich werde auf jeden Fall privat diese Missionen weitermachen, da ich sie jetzt doch noch machen kann. Ich habe jetzt echt gedacht, oh, was ist, wenn das Spiel endet? Aber es geht noch ein Stückchen weiter und das finde ich eigentlich ganz schön, weil mir das Spiel gerade mehr noch Spaß macht als vorher. Ich fand so ab Nibelheim jetzt, fand ich richtig geil. Also es war auch schon vorher ein tolles Spiel. Aber ich mag halt sowas, ne, mit Tagebucheinträgen und jetzt so mit Forschungslabor. Und jetzt ist so die Story mit Cloud ins Wallen gekommen. Und der hat so richtig angefangen, überhaupt eine wichtige Rolle zu spielen. Zack, der sich um ihn kümmern muss. Zwei Flüchtlinge. Also die Story, finde ich, hat jetzt so in den letzten Stunden mega angezogen. Wird mir auf jeden Fall Spaß machen, weiterzumachen. Also werde ich die Missionen weitermachen.
Mal gucken, ob ich dabei ein paar coole Sachen rauskriege. Wenn da was Besonderes bei ist, was ich bekomme, sage ich euch Bescheid beim nächsten Mal, weil ich werde jetzt mal aufhören. Ist ja schon gleich 9 Uhr abends. Von daher vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut es euch hinterher auf YouTube gerne an. Freue ich mich, wenn nicht, dann nicht. Ah ja, genau, die Materie muss ich dann auch nochmal schauen, wie ich, ja, was ich an Materie leveln kann und was ich an Materie noch fusionieren kann. Das wird auf jeden Fall spannend. Sieht richtig, richtig schön übrigens aus. Wollte ich nochmal gesagt haben, alle Videoszenen, alles, was wir heute gesehen haben, mega geil. Die Musik, richtig cool. Ich meine, ich liebe eh die Sephiroth-Musik, aber ich finde den Charakter Sephiroth halt auch mega cool. Ist halt einfach ein starker Charakter. Aber ich finde auch Zack, wie gesagt, auch Cloud, zieht richtig an jetzt. Tifa ist im Moment noch so eine kleine Nebenrolle nur, aber auch bei ihr hat man jetzt so verstanden, warum sie eigentlich so einen Hass oder Wut oder Abneigung gegen Shinra und so hat und Soldat, einfach weil sie so schlecht jetzt behandelt haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kakao.